Das ist Gießen. Eine Stadt, die mal eine Straßenbahn besaß und auch heute noch über ein beeindruckendes Netz von Eisenbahnen verfügt, die hier zusammenlaufen. Obwohl auch hier jahrzehntelang Bahnstrecke für Bahnstrecke zerstört wurden. In Hessen insgesamt 80% aller Gleiskilometer. Doch heute ist Gießen eine Autostadt. Der Anlagenring um die Innenstadt und ein äußerer Autobahnring erschließen mit den Verbindungsstraßen jeden Winkel der Stadt. Asphaltflächen, große Kreuzungen, Parkhäuser und Stellplätze prägen das Stadtbild bis zum Beginn der kleinen Zone, die im Innersten den Fußgängerinnen vorbehalten ist. Viel des Verkehrs wird gemacht. Einkaufszentren auf der grünen Wiese, Ausbluten von Dörfern und Stadtteilen, Zentralisierung von Institutionen und Wohngebiete am Rande der Stadt statt Verdichtung im Inneren und bessere Nutzung vorhandener Bauten zeichnen die aktuelle Regionalplanung aus. Hinzu kommen immer längere Wege zur Arbeit. Laut Pendlerstudie der IHK von 2019 pendeln werktäglich 32.544 Menschen allein wegen der Arbeit in den Kreis Gießen. 33.419 verlassen aus gleichem Grund den Kreis. Allein das macht über 120.000 Fahrbewegungen. Arztbesuche, Schülerinnen und Studierende, Einkaufs- und Freizeitverkehr sind ebenso wenig mitgerechnet wie der Binnenverkehr im Kreis, also Pendlerströme zwischen den Gemeinden, insbesondere in die Stadt Gießen und aus der heraus. So melden einige Schulen und die THM Schülerinnen und Studierendenanteile von 70%, die täglich von außerhalb in die Stadt pendeln. Für die Stadt Gießen zeigt eine weitere Studie, die arbeitende Bevölkerung tauscht sich jeden Tag zur Hälfte aus. Die einen hauen ab, die anderen kommen in die Stadt. Ebenfalls nicht in der Statistik drin, der besonders Lärm-, Schadstoff- und unfallintensive Güterverkehr. Eine Wende ist nicht abzusehen. Neue Industriegebiete im Stadtgebiet und in vielen Gemeinden des Umkreises sowie der Ausbau großer Straßen wie der A49 bei Homberg und der B49 beidseits von Gießen werden weitere Landschaften vernichten und neuen Verkehr erzeugen. Im aktuellen Baugebiet des ehemaligen US-Depots Richtung Röttgen hat die Stadt gleich zu Beginn gezeigt, dass sie weiter im Takt der Autokonzerne arbeitet. Zuerst das wichtigste Gleis und mittlerweile auch alle anderen Bahnstrecken wurden herausgerissen, um großen Fabrikhallen Platz zu machen. Während die Stadt im Internet mit dem Gleisanschluss wirbt, schafft sie Tatsachen für mehrere tausend Fahrten durch neue BewohnerInnen und Arbeitsplätze sowie etliche tausend Lkw-Bewegungen pro Tag. Der Autobahn geht ungebrochen weiter. Das geht anders. Wir fordern für Gießen die autofreie Innenstadt, ein enges und gutes Netz von Fahrradstraßen sowie den Nulltarif mit einer leistungsfähigen Regiotram, die über die Zugstrecken der Umgebung kommend künftig durch die Innenstadt fährt. Nulltarif mit Straßenbahnen und ein enges Netz von Fahrradstraßen sind die beiden wirksamsten Mittel einer Verkehrswende. Ergänzt durch viele kleine Verbesserungen können Sie Gießen aus der automobilen Umklammerung befreien, können Platz schaffen für ein buntes Leben, für Spiel, Kultur und Genuss auf den Straßen, für Wohnhäuser statt Parkhäuser und vieles mehr. Wir haben einen genauen Plan erarbeitet für die Wende weg vom Auto hin zu einer lebenswerten Stadt, in der alle gleichberechtigt mobil sein können. Die Einrichtung von Fahrradstraßen hat bereits in einigen Städten, vor allen Dingen in Dänemark und Holland, aber auch im westfälischen Münster, zu einer Verschiebung des Verkehrsanteils auf ca. 50% geführt. Radfahren ist dann das wichtigste Verkehrsmittel, so häufig wie alle anderen Verkehrsarten zusammen. Gibt es ein attraktives und dichtes Fahrradstraßennetz, folgt diese Verlagerung weg vom Auto. Was aber ist eine Fahrradstraße? Ein kleiner Clip aus Hamburg erklärt das. In Hamburg trifft man immer häufiger auf dieses Verkehrsschild, Fahrradstraße. Nur, was bedeutet das genau? Eine Fahrradstraße unterscheidet sich von anderen dadurch, dass Radfahrer Vorrang haben und die gesamte Straßenbreite zum Radfahren genutzt werden kann. So dürfen die Radfahrer auch nebeneinander fahren. Übrigens dürfen auch Autos und Lieferverkehr rein. Aber nur, wenn unter dem Verkehrsschild Fahrradstraße ein entsprechendes Zusatzschild angebracht ist. Autos sind aber trotzdem nur Gäste auf der Fahrradstraße und dürfen auch nebeneinander fahrende Radfahrer nicht drängeln. Was in jedem Fall für alle Verkehrsteilnehmer gilt, ist Tempo 30. Die Straße wird so gestaltet, dass der Verkehr auf der Fahrradstraße Vorrang hat. In Hamburg zum Beispiel werden dafür die Einmündungen zu Gehwegüberfahrten umgebaut.
Damit sind Fahrzeuge aus den Nebenstraßen wartepflichtig. Autos dürfen nur an ausgewiesenen Plätzen parken. So wie man das bereits von der Tempo-30-Zone kennt, wird sowohl der Beginn als auch das Ende mit einem entsprechenden Verkehrsschild angezeigt. Insgesamt bieten Fahrradstraßen den Radfahrern deutlich mehr Sicherheit durch reduzierten Autoverkehr, Vorfahrt an Kreuzungen und Zufahrten sowie einen hohen Komfort durch einen guten Fahrbahnbelag und gewährleisten eine gute Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer. Damit ermöglichen Fahrradstraßen ein schnelles und konfliktarmes Vorankommen. Wir schlagen für Gießen ein dichtes Netz von Fahrradstraßen in den Wohngebieten mit Verknüpfungen zum Umland und schnellen Verbindungen in die Innenstadt vor. Die zentrale Radverbindung soll auf den inneren beiden Spuren des Anlagenrings geschaffen werden. Dann können RadlerInnen in direkter Nähe zur Innenstadt in beide Richtungen fahren, je Richtung eine Spur. Die Autos nutzen nur noch die äußeren zwei Spuren von Nord-West-, Süd- und Ostanlage, auch jeweils eine pro Richtung. Durch die Innenstadt führen einige weitere Fahrradstraßen, die nahe dem Marktplatz kreuzen. Das Netz der Fahrradstraßen ist das Rückgrat einer Wende vom Auto zum Fahrrad. Unsere Vorschläge verbinden alle Stadtteile und wichtigen Zentren untereinander. So haben wir zum Beispiel auch direkte Routen zwischen den großen Uni-Standorten ausgewählt, ebenso zu Schulen, Kliniken und so weiter. Rundherum braucht es weitere kleine Maßnahmen, bessere Abstellmöglichkeiten, Leihfahr- und Lastenräder, gute Ausschilderungen und so weiter. Außerdem wollen wir die Fußgängerinnenzone vergrößern. Einmal auf die gesamte Innenstadt und zudem auf ausgewählten Routen über diese hinaus. Dazu wird der autofreie Bereich im Seltersweg über das Elefantenklo hinweg auf die beiden westlichen Fahrspuren der Frankfurter Straße bis zum Bahnhof verlängert. Gleiches geschieht mit den Straßen rund um den Ludwigsplatz. Dort kreuzt dann eine besondere Fußwegeverbindung. Eine Flaniermeile auf den bisherigen Straßen entlang der zu renaturierenden und mit breiteren Naturuferzonen neu zu gestaltenden Wisek. Sie verbindet fortan die Lahn mit Schwanenteig und Wisekpark. Zonen ohne motorisierten Individualverkehr soll es zudem um sensible Bereiche geben, so um Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen und Altenheime, damit An- und Abfahrten dort zu Fuß, mit Gehhilfen und per Fahrrad endlich wieder gefahrlos möglich werden. Wir wollen die Regiotram in Gießen. Das sind Züge, die außerhalb der Stadt auf den vorhandenen Schienen das Umland anbinden, in der Innenstadt aber auf neuen Gleisen fahren, um Menschen nicht nur zum Hauptbahnhof, sondern zu allen wichtigen Orten der Stadt zu bringen. In Gießen ist das besonders erfolgversprechend, weil die Stadt über ein sternförmiges Schienennetz verfügt, welches durch die Reaktivierung der Lumnatalbahn noch verdichtet wird. Unser Vorschlag? Zwei Hauptlinien, die sich im Zentrum kreuzen. Die Ost-West-Linie führt von Grünberg über die Vogelsbergbahn mit mehreren neuen Haltestellen am Neubaugebiet Alter Flughafen des Ex-US-Depots vorbei auf die Grünberger Straße, deren Sanierung ohnehin bevorsteht. Das kann der Startschuss für die Straßenbahn Richtung Berliner und Marktplatz und dann weiter über die Rottheimer Straße nach Heuchelheim sein. Optimal wäre die Weiterführung auf dem alten Bahndamm durch Lahnau nach Wetzlar. Die zweite Linie verläuft abwechselnd von Marburg oder aus dem Lumnatal kommend zum neuen Bahnhof Gießen-Nord, dann auf neu zu bauenden Gleisen durch die Nordstadt ebenfalls zum Marktplatz, koppelt an der Frankfurter Straße wieder auf die dortigen Gleise und bedient zwei neue Haltestellen im Süden Gießens. Optimal wäre auch hier eine Weiterführung, zum Beispiel bis nach Putzbach. Außerdem sollten die Gleise ins Europaviertel auch für den Personenverkehr genutzt werden. Straßenbahnen können deutlich mehr Menschen transportieren als Busse. Daher braucht es den Mut, das Gießener Elend mit den Bussen zu beenden und die Mobilität auf die Schiene zu verlagern. Auch aus finanziellen Gründen, denn die Förderungen für schienengebundene Systeme sind zurzeit sehr hoch. Busse, ob gesteuert oder autonom fahrend, bleiben trotzdem wichtig. Ausgestattet mit umweltfreundlichem Antrieb, verknüpfen sie ringförmig die äußeren Stadtteile und bringen die Menschen dadurch immer schnell zu den nächsten Haltestellen. Übrigens ist die Idee mit den Straßenbahnen nicht so neu. Gießen hatte schon mal zwei Linien. Und schon viele Jahre alt ist der Vorschlag von Reinhard Bayer einer Regiotram, die Gießen mit Marburg verknüpft. In jedem Fall ist unser Konzept nach oben offen. Bewährt sich das Verkehrsmittel, können von den zwei benannten Regiotram-Linien zusätzliche Stichverbindungen gebaut werden, etwa nach Wisek in die Weststadt oder zu Uniklinik und Naturwissenschaftscampus. Für letztere gibt es aber noch eine bessere, wenn auch auf den ersten Blick exotisch erscheinende Lösung, die Seilbahn. Denn mit ihrer Hilfe können alle Uni-Standorte untereinander verbunden werden, über Hindernisse wie die Bahn am Erdkauter Weg hinweg. Seilbahnen sind schnell und kostensparend zu bauen, schaffen einen dichten Takt und brauchen kaum Fläche. Unser Vorschlag?
Eine Seilbahn vom Bahnhof über die drei wichtigsten Uni-Standorte einschließlich Hauptmensa und Bibliothek bis zur augenblicklich ganz schlecht angebundenen Kreisverwaltung. Angesichts von Parkplatznot und wachsenden Studierendenzahlen hoffen wir darauf, dass die Uni selbst in die Umsetzung dieses Vorschlags einsteigt. Eine nicht zuletzt auch spannende wissenschaftliche Herausforderung und damit angemessen für ein zukunftsfähiges Campusmanagement. Damit nach einem solchen Ausbau viele Menschen auch tatsächlich das Auto stehen lassen, sollte die Innenstadt für Autos ganz gesperrt und der Nulltarif eingeführt werden. Von großer Bedeutung sind gute Verknüpfungen zwischen den Verkehrsmitteln und die Integration in die zu hoher Lebensqualität umgestalteten Stadtteile. Übergänge von Bus zu Bahn sollten direkt überdacht und barrierefrei sein. Ausreichend Platz für Fahrräder in zusätzlichen Waggons und ein dichtes Haltestellennetz sind hierfür wichtig. Kreuzungspunkte von Fahrrad- und Autostraßen erfordern besonderes Augenmerk. Mitunter, wie am östlichen Stadtrand auf der B49, also der Grünberger Straße, treffen sogar alle Verkehrsmittel aufeinander. Hier schlagen wir beispielhaft einen Kreisverkehr vor, der als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Das heißt, Autos dürfen Fahrräder nicht überholen. Die Regiotram durchkreuzt den Kreisel und hat stets Vorfahrt, während alle einfahrenden Fahrzeuge die Vorfahrt achten müssen. Sichere Fußwege führen von den Haltestellen zu Wohngebieten und Schulen in der Nähe. Solcher Stellen sind viele. Sie erfordern einfühlsame Planungen, machen dann aber Gießen noch ein Stück attraktiver, unfallfreier und lebensfreundlicher. Beides zusammen, ein Netz von Fahrradstraßen und ein attraktives Nahverkehrsangebot zum Nulltarif, wird den Autoverkehr stark eindämmen. Das wäre der wichtigste Schritt, aus der Autostadt einen lebendigen Ort zu machen, mit umweltfreundlicher und sozial gerechter Mobilität. Es macht Sinn, Menschen zum Ausstieg aus dem Auto zu motivieren. Zwischenschritte können den Umstieg erleichtern. Ein paar Ideen. Wer sein Auto aufgibt, erhält einen Dauerfahrschein für den ÖPNV. Das wäre eine Abwrackprämie auf ökologisch. Wenn Carsharing, dann bitte mit Autos aus dem bisherigen Privatbesitz, ohne Neukauf. Denn nur dann bedeutet Teilen auch ein weniger an Autos. Sonst ist es in vielen Fällen vor allem ein Angebot für Menschen, die sonst Bus und Fahrrad fahren. Teilt eure Autos, wenn ihr nicht gleich aussteigen wollt oder könnt. Ihr werdet merken, wie gut es tut, jede Fahrt vorher zu überlegen. Plötzlich ist der ÖPNV gleich verfügbar und der Griff zum Fahrrad sogar einfacher. Zusätzlich sollten Autofahrten über Parkgebühren oder eine City-Maut teurer werden, während Fahrradfahren attraktiver und die Bus- und Bahnnutzung kostenfrei werden. Kommen dann immer mehr autofreie Zonen hinzu, spart die umweltfreundliche Fortbewegung sogar Zeit, denn nur so ist die Fahrt vom Start direkt zum Ziel möglich. Der Verkehr von Gießen ins Umland und von dort in die Stadt ist immens. Schon von daher muss eine Verkehrswende auch die Orte der Umgebung einbeziehen. Es wäre aber auch ungerecht, wenn wieder mal die Dörfer von Radwegen und ÖPNV-Verbindungen abgehängt werden. Daher fordern wir die Regiotram, weil sie die ganze Region verbindet. Wir wollen gut getaktete Buszubringer von den Bahnhaltestellen zu allen Orten, ein Fahrradnetz bis in den letzten Zipfel und weniger Zwang, immer öfter mobil zu sein. Für das Wiesecktal haben wir bereits einen entsprechenden Plan erarbeitet. Für andere Gebiete soll das noch folgen. Auch wenn unsere Vorschläge viele der bestehenden Probleme lösen würden, nicht vergessen werden sollte, Verkehr einzusparen. Eine Politik der kurzen Wege, die Versorgungs- und Kultureinrichtungen in Ortszentren und Stadtteile zurückbringt, bildet die letzte Säule unseres Vorschlags zur Verkehrswende. Dazu gehören regionale Stoffkreisläufe, Nahrungsmittel aus der Umgebung, Reparaturservice vor Ort und vieles mehr dämmen den Güterverkehr ein. Transporte im Stadtgebiet sind dann mit Gütertrams, Verteilpunkten und Lastenrädern umweltgerecht möglich. Alles zusammen haben wir in unserem Vorschlag zusammengefügt. Einen Plan, der nicht mehr länger nur das Schlimmste verhindern will und im Kleinen herumprokelt, sondern Leben und Bewegen in und um Gießen eine ganz neue Perspektive gibt. Die gezeigten Verkehrswendevorschläge sind weder eine Utopie in langer, langer Zukunft noch ein Sofortprogramm. Es ist ein Leitbild, welches in 5 bis 10 Jahren zu erreichen ist, wenn die Verkehrswende heute beginnt und konsequent umgesetzt wird, Schritt für Schritt. Dass Schritte notwendig sind, ist klar. Auch große Veränderungen beginnen mit vielen kleinen. So können die ersten Monate dazu dienen, Lücken in bestehenden Radwegen zu schließen und Abstellanlagen zu verbessern. Hinzu käme ein echter Anfang bei den Fahrradstraßen. Aber bitte gleich mehr als Flickwerk auf kleinen Nebenstraßen. Ein guter Start wäre der innere Anlagenring plus Querungen der Innenstadt und Verbindungen vom Anlagenring zu Stadtteilen und wichtigen Zielorten. Nach einem Jahr sollte das geschafft sein.
Und dann geht es weiter, bis zu einem voll funktionsfähigen Fahrradstraßennetz. Auch der Weg zur autofreien Innenstadt beginnt mit einigen Zwischenschritten und dem Aufbau der Alternativen. Denn ist natürlich klar, erst müssen Straßenbahn und Fahrradstraßen da sein, bevor die lärmenden, platzfressenden und umweltschädlichen Autos, die zudem deutlich weniger Menschen transportieren können, verbannt werden. Damit das nicht zu lange dauert, muss der Umbau sofort beginnen. Die erste Chance bietet die ohnehin geplante Sanierung der Grünberger Straße. Werden hier gleich die Gleise verbaut, braucht es nicht zwei Bauphasen. Zudem können die zurzeit hohen Zuschüsse für den Schienenausbau die Stadtkasse sogar entlasten. Damit keine Sackgasse entsteht, könnte die erste Linie über Marktplatz und Selterstor zum Bahnübergang Frankfurter Straße weitergeführt werden, während die Planungsverfahren für weitere Linien laufen. Auch beim Nulltarif ist eine schrittweise Einführung denkbar, zum Beispiel testweise an einem Wochentag oder beginnend mit ausgewählten Bevölkerungsgruppen wie Geringverdienende oder als Abwrackprämie für den Verzicht aufs Auto. Bis all das verwirklicht ist, sollte, wo noch Autos fahren, Tempo 30 gelten. Die zunächst verbleibenden Autostraßen der Innenstadt und in Wohngebieten werden Einbahnstraßen, die gewonnene Spur zu Fahrrad- oder Fußbereich. Sperrzonen, zum Beispiel um Schulen, Kindergärten und Kliniken, sind ebenso schnell umsetzbar wie ein Programm zur Barrierefreiheit. Klar sollte auch sein, dass alle Projekte gestoppt werden, die die Lage verschlechtern. Daher Schluss mit neuem Flächenfraß, mit ortsfernen Einkaufsmärkten, Verwaltungs- und Schulgebäuden und Gewerbe ohne Gleisanschluss. Wir freuen uns über eure Unterstützung und helfen euch, wo immer ihr loslegt. Macht mit bei den Aktionen, denn gerade die haben in Gießen und Umgebung bislang am meisten bewirkt. Startet selbst ein Straßenfest vor eurer Haustür, entwickelt Vorschläge, seid kreativ und frech. Für ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland wird es mehr brauchen als ein paar Kreuze bei Wahlen oder nur leise Appelle. Wir zählen auf euch.